Hallo, ich bin Sino Javid, ich bin Schauspieler und Filmpate für den Film mit dem wunderbaren Titel Mein Vater die Wurst. In diesem Film geht es um den Vater Paul, der Vater von Zoe, der seinen Job im Bankwesen von heute auf morgen aufgibt, um Schauspieler zu werden. Er möchte seiner Leidenschaft nachgehen und das findet seine Familie nicht so doll, außer Zoe. Die unterstützt ihn, glaubt an ihn und seine erste Rolle ist eine vegane Wurst in einem Werbeclip. Ich finde, besonders macht diesen Film die sehr kurzweilige, unkonventionelle Erzählweise, hauptsächlich aus der Sicht von Zoe, und dass die Familie in ihrer Eigenartigkeit sehr liebenswert ist und man Mut und Hoffnung bekommt, an seine Träume zu glauben, an seine Sehnsüchte und Leidenschaften, auch wenn vielleicht kein anderer daran glaubt, aber lebt dein Leben und lebt nicht das Leben der anderen. Also bei dem Vater würde ich sagen, ihn macht aus, dass er fantasievoll ist, sehr verspielt, also irrsinnig sympathisch und sich nicht verunsichern lässt. Bei Zoe würde ich sagen, sie ist ermutigend und super loyal. Die Oma. Es gibt nämlich noch Großeltern von Zoe, die führen eine Schokoladenfabrik. Und die Oma ist wahnsinnig begeisterungsfähig und eigentlich neben Zoe die einzige Figur, die auch denkt, okay, er will Schauspieler werden, warum nicht? Und sie sitzt immer so im Hintergrund und schmunzelt vor sich hin. Mit der würde ich gerne mal einen Kaffee trinken. Der Film richtet sich jetzt nicht ausschließlich an Menschen, die Schauspielerei betreiben wollen, sondern eigentlich vielleicht alle, die sich in ihrem Alltag fragen, ist das, was ich mache, das, was mich glücklich macht? Oder ist noch Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen?